Ihr interessiert euch für eine Ballerina-Küche? Wir zeigen euch heute 7 oder noch mehr Gründe für oder gegen Ballerina. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenhus-Kanal. Warum soll ich mir denn eine Küche von einem bestimmten Lieferanten kaufen? Zum Beispiel von Ballerina. Ich zeige euch in diesem Video mal ganz viele Punkte, die für Ballerina sprechen. Kann aber auch sein, dass ihr der Meinung seid, der Punkt spricht gerade gegen Ballerina. Aber das macht nichts. Ich nenne euch die Sachen trotzdem. Wir fangen einfach mal mit den Basics an. Ballerina ist ja ein, ich will nicht sagen kleiner Betrieb, aber gegenüber den großen Playern dieser Branche doch eine etwas modernere Brettelsägerei im besten Sinne des Wortes. Dort wird also noch unheimlich viel auf Individualität Wert gelegt. Aber das Tolle ist, das kostet nicht extra viel Geld, sondern es ist ein ganz normaler Preis, den ihr auch bei Hecker oder bei Nobile oder bei Nolte bezahlen würdet. Die sind halt nur anders aufgestellt. Es ist ein wirklich toller Betrieb, Ballerina. Und die fertigen zum Beispiel Korpusse aus 16 mm Seitenmaterial und 19 mm Querböden. Das heißt, es ist ein sehr stabiles Produkt. Die Rückwand bei Ballerina ist übrigens keine Hartfaserplatte, wie ihr das aus schwedischen Möbelhausrückwänden kennt, sondern 8 mm Dreischichtspanplatte, eine sehr stabile Geschichte, auch noch verschraubt und damit ein absolut hochwertiges Produkt. Dazu gibt es diese Korpusse auch noch in 26 verschiedenen Farben. Und das Tolle ist, diese 26 Farben sind innen wie außen gleich. Das heißt, wenn ihr ein schönes Holzdekor habt und ihr macht die Tür auf, dann habt ihr innen drin auch ein wunderschönes Holzdekor. Eine Sache, die nicht wirklich viele Küchenhersteller anbieten. Ballerina bietet 7 verschiedene Sockelhöhen an, angefangen bei 5 cm bis hin zu 20 cm. Ballerina hat 4 verschiedene Korpustiefen, angefangen bei einer Planungstiefe von 39 cm über 50, 60 bis zu 75 cm. Ballerina hat 1,80 breite Unterschränke, also Unterschränke mit 1,80 Meter breiten Fronten. Weil die nicht transportabel sind, werden dafür natürlich hinter der Blende 2,90er Schränke zusammengestellt. Aber auch das bietet kaum ein anderer Hersteller. Eigentlich könnt ihr sagen, Ballerina hat jeden Schrank. Denn Ballerina bietet ein sogenanntes Modulkonzept an. Und da könnt ihr euch eure Hochschränke oder eure Unterschränke zusammenstellen, wie auch immer ihr wollt. Das kostet nichts extra, das sind alles Einzelteile, die werden einfach addiert. Und hinterher habt ihr die individuellste Küche, die ihr euch nur vorstellen könnt. 10 Hochschrankhöhen hat Ballerina im Programm und 9 verschiedene Oberschrankhöhen bis hin zu 1,30 Meter hohen Hängeschränken. Ballerina bietet euch 186 verschiedene Fronten aus dem Standardprogramm an. Das sind 31 verschiedene Programme in den verschiedenen Farben. Dazu gibt es 8 Furnierfronten, die ihr in 13 verschiedenen Holzlacktönen bekommen könnt und zusätzlich in allen beliebigen Rahl- oder Sickensfarbtönen. Außerdem bietet Ballerina noch 26 verschiedene Lackfronten an, die ihr in 14 verschiedenen Standardfarbtönen und auch in allen beliebigen Rahl- und Sickensfarbtönen kommt. Ohne Mehrpreis lackierbar, also eine so individuelle Ausstattung und dabei so wenig Sonderanfertigung oder Sonderelemente in einer Küche, das ist schon wirklich bemerkenswert. Das kann kaum ein anderer Hersteller. Ballerina hat außerdem 111 Griffe im Sortiment, auch mehr als jeder andere, den ich kenne. Und ihr könnt euch eine Vielzahl an Schränken und an Küchenbau, das geht in die Milliarden Möglichkeiten. Also, ihr merkt schon so ein bisschen bei mir, ist so ein bisschen Euphorie drin. Ich habe ja auch selber eine Ballerina-Küche zu Hause, könnt ihr euch auch angucken im Video. Also es ist schon ein tolles Produkt mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Und der Preis ist absolut bodenständig. Ihr bekommt bei Ballerina auch Fronten, die es sonst überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel die Resopal Pro Fronten, eine extrem belastbare, strapazierfähige Oberfläche, die für alle Fronten und für alle Wohnsituationen geeignet ist. Und in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Die Möglichkeiten von Ballerina beziehen sich auch auf Sonderanfertigungen, die dort möglich sind. Zum Beispiel könnt ihr
auch Auszugsschränke in beliebiger Breite fertigen lassen. Auch das kann zum Beispiel ein Massenanbieter nicht leisten. Das kann eben nur ein Laden, der in der Größenordnung von Ballerina spielt. Einen kleinen Nachteil hat Ballerina allerdings bei den Nischenrückwänden. Die gibt es nämlich nur bis 2,40 Meter Breite. Das heißt, wenn ich da eine längere Motiv-Nischenrückwand habe, dann muss ich schon gucken, wie ich das mache mit der Aufteilung. Das ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das Dekor fängt, wenn ich jetzt bei 1,80 schneide und setze nochmal 1,50 Meter dran, dann fängt das Dekor nach 1,80 nochmal neu an. Das geht nicht ineinander über. Man kann das auch nicht spiegeln. Das geht technisch nicht. Also das ist eine ganz kleine Einschränkung, die es da gibt. Außerdem bietet Ballerina ja nur die Möbelteile an, also keine Geräte und Spülen und Zubehör in dem Maße, wie das sonst zum Beispiel ein Hecker oder ein Nobilia tun. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Euer Ballerina-Händler vor Ort kann euch zum Beispiel sagen, ob die Aktion von Ballerina mit den Arbeitsplatten auch von ihm angeboten werden kann. Das darf leider oder kann leider nicht jeder Händler. Und dann könnt ihr die Arbeitsplatten von Ballerina zu einem extrem günstigen Preis bekommen, sodass ihr quasi auch eine Blockverrechnung drin habt in der Küche und die Ballerina-Küche nochmal ein kleines Stückchen günstiger werden würde. Außerdem bekommt ihr bei Ballerina die Le-Mans-Schränke und die Drehbodenschränke und solche Schranktypen in dieser Version alle mit verchromter Innenausstattung. Es ist also auch besonders hochwertig, auch von der Optik her, wenn man das Ganze öffnet. Ihr seht also, bei Ballerina wird euch einiges geboten. Wenn ihr euch für eine hochwertige Küche interessiert, lasst euch bei eurem Küchenstudio vor Ort doch mal eine Ballerina-Küche planen. Vielleicht ist das ja das Richtige für euch. Vielleicht sagt ihr aber auch, um Gottes Willen, Chrom im Schrank innen, das sieht ja total blöd aus. Warum soll mein Schrank innen auch schwarz sein? Ich will den weiß haben, was auch immer. Kann immer sein, dass ihr das Argument, dass Kunde A als positiv empfindet, der Kunde B als negativ empfindet. Und vielleicht habt ihr auch ganz besondere Gründe, warum ihr euch für eine Ballerina-Küche entschieden habt. Vielleicht habt ihr aber auch einen Grund, warum ihr euch gegen eine Ballerina-Küche entschieden habt. Und das würde ich gerne wissen von euch. Schreibt mir in die Kommentare, was euch dazu bewogen hat, die Ballerina-Küche zu kaufen oder sie auch nicht zu kaufen. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach. Da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!